Ein weiteres Urteil des Landgerichts Stuttgart gegen Porsche im Abgasskandal. Mein Name ist Thorsten Krause, ich bin Rechtsanwalt bei KAP Rechtsanwälte und wir haben für unseren Mandanten dieses Urteil erstritten. Konkret geht es hier um einen Porsche Cayenne Tiptronic V6 aus dem Baujahr 2015. Unser Mandant hat dieses Fahrzeug mit einer Laufleistung von 21.500 Euro für rund 63.000 Euro gekauft. Das Landgericht Stuttgart spricht ihm für dieses Fahrzeug jetzt einen Schadensersatz von rund 50.800 Euro zu. Ganz spannend, bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche, der wie üblich einen großen Motor der Audi AG eingebaut hat, nämlich einen mit der internen Kennung EA897. Dieser Motor hat die Abgasnorm Euro 6 und verfügt über ein sogenanntes Thermofenster. Dieses Thermofenster bedeutet, dass der Motor die Abgasreinigung lediglich in einem Temperaturbereich zwischen 20 und 30 Grad Celsius, nämlich dem Bereich, der für die Abgastests des NEFZ relevant ist, ordentlich durchführt. Bei niedrigeren Temperaturen, beispielsweise hier durch das Gericht festgestellt ab 17 Grad Celsius, wird diese Abgasreinigung, die sogenannte Abgasrückführung, bis zu komplett deaktiviert und dadurch ist dieses Fahrzeug bei niedrigeren Temperaturen als 17 Grad Celsius enorm schmutzig. Unser Mandant hat hier kein Software-Update aufspielen lassen. Das Landgericht Stuttgart geht aber auch davon aus, dass dieses für den Schadensanspruch nicht nötig ist. Das Landgericht sagt zu dem Thermofenster, es handelt sich um eine sogenannte unzulässige Abschalteinrichtung, also um eine ähnliche Funktion, wie sie im VW-Abgasskandal aufgedeckt worden ist, nämlich, dass dieses Fahrzeug in der Prüfung deutlich sauberer ist als im Realbetrieb. Dadurch, so die Richter des Landgerichts, hat unser Mandant aufgrund einer sittenwidrigen Täuschung einen Schaden erlitten, der nun durch den Schadensersatz kompensiert werden soll. Die sittenwidrige Täuschung nimmt das Landgericht hier insbesondere deswegen an, weil die Abschalteinrichtung nach Kenntnis des Landgerichts hauptsächlich deswegen erfolgt ist, um eine Kostensenkung und Gewinnmaximierung auf Seiten der Autohersteller herzustellen. Dies widerspricht, so auch die Ausführungen im Urteil, dem Gerechtigkeitsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden, was die Voraussetzung für einen solchen deliktischen Schadensersatzanspruch ist. Wenn auch Sie ein Fahrzeug der Volkswagen AG fahren, selbstverständlich auch bei einem Porsche, sprechen Sie uns gerne an. Wir machen Ihre Ansprüche geltend. Denken Sie daran, auch die großen Motoren dieser Hersteller sind grundsätzlich von derartigen Manipulationen betroffen. Dieses Urteil mit dem Thermofenster ist aus unserer Sicht auf diverse andere Fahrzeuge dieser Hersteller auf jeden Fall übertragbar. Gern beraten wir Sie dazu.